Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen, in den nächsten 15 Minuten einmal kurz uns das Rapsjahr 2020 anzuschauen und daraus resultieren, unsere Empfehlung für das Rapsjahr 2021 darzustellen. Mein Name ist Helge Sonnberg, ich bin Außendienstler der BASF in dem Gebiet Südwest-Niedersachsen. Um die Ableitung für das Jahr 2020/2021 zu bekommen, müssen wir einmal kurz uns einige Bilder angucken, wie der Raps in 2021 ausgesehen hat. Einmal hier im Frühjahr aus dem Winter 19 heraus sieht man wunderbar, wie der Raps sich überwachsen hat. Auf dem Bild oben rechts sieht man, wie FOMA enthalten ist auf den Beständen und dass die Bestände sehr stark überwachsen waren. Im Januar bereits war der erste Zuflug von Raps Stängel Russland zu verzeichnen, die dort in den Gelbfangschalen schon zu sehen waren, schon zu fangen waren. Der Raps hat sich dann zügig weiterentwickelt, so dass wir dann schon im Februar, März, als es dann so warm war, der Raps sehr stark ins Schossen gegangen ist. Gerade dann, wenn man so eine wüchsige Sorte wie unseren Armani dort hatte, konnte man das wunderbar sehen. Hier ist er auf den Bildern wunderbar zu sehen, wie er dann schon am Schossen ist. Es kam dann auch ja das Leben in den Raps rein, hier im negativen Sinne dann einmal dargestellt. Und zwar die Larven vom Raps-Erdfloh aus dem Herbst heraus, die dort abgelegt wurden, die Eier im Herbst, dann im Frühjahr sich weiterentwickelt haben und die Larven, die dann hier im Raps zu Schaden gehen und dort die Rapsstängel anfressen, beziehungsweise auch die Verzweigungsstellen, die Blattachseln anfressen, so dass dort keine Assimilate mehr weitergegeben werden können, so dass dort keine Seitentriebbildung mehr stattfinden kann. Auch den adulten Käfer habe ich nochmal mitgebracht, hier einmal schwarz oben dann dargestellt. Die Stängelrüssler, wie ich es eingangs gesagt habe, die auch aufgetreten waren, schon sehr früh aufgetreten waren in einigen Regionen, haben die deutliche Bohrlöcher hinterlassen. Man sieht dann auch, wie die Larven dann fressen im Stängel, dort die Leitungsbahn zerfressen und die Larven, die dort ihr Unwesen dann entsprechend treiben. Also auch dort müssen wir darauf aufpassen, dass wir die Stängelrüssler immer, wenn sie denn dann auftreten, nach Schadschwelle dann bekämpfen. Der Rapsglanzkäfer ist regional nicht so stark aufgetreten. Hier und da waren mal Fälle, wo wir behandeln mussten. In der Summe sind wir da ganz gut von weggekommen. Aber auch dort bitte beachten, sobald er so stark zu Schaden geht, dass hier die Knospenanlagen zerfressen werden in der Blüte, dann müssen wir natürlich handeln. Auch das ist letztendlich gelernt. Bis dato sah der Raps sehr gut aus. Wunderbar. Und dann kam ein Ereignis, was uns allen grauen Haare bereitet hat. Und zwar in der Nacht vom 25. auf den 26. März gab es ein Frostereignis in der ganzen Region bis minus 5, 6 Grad herunter. Und der Raps, der richtig stark am Wachsen war, der voll Wasser gesogen war, der hohen Turgodruck gehabt hat, hat dann so reagiert. Die Zellen sind geplatzt und die Stängel haben sich verbogen und sind schlapp nach unten gehangen. Und wir wussten alle nicht, wie es denn weitergeht, wie der Raps dann reagiert, ob er auch wieder hochkommt. Der Raps ist wieder hochgekommen, er hat sich sehr gut entwickelt, nur folgendes Symptom ist auch aufgetreten. Wir haben starke Wuchsrisse gehabt, die sich dann dargestellt haben und wer dann das Jahr 2012, 13 noch in Erinnerung hatte, der wusste, dass dort, wenn es so feucht weitergegangen wäre, was ja nicht der Fall war, der April war dann trocken, hätten wir mit Botrytis dort einen sehr, sehr großen Befall erlangen oder erzielen können. Botrytis ist nicht weitergegangen, wir haben Glück gehabt, dadurch haben die Rapsbestände sich sehr, sehr gut weiterentwickeln können. Die Rapse, die schon weit entwickelt waren zum Zeitpunkt des Frostereignis, haben dann in der Blüte, beziehungsweise nicht in der Blüte, sondern im Knospenstadium, dann so reagiert. Das heißt, dass die einige Blütenstände, die kurz vorm Aufblühen waren, dann sich vergilbt haben und dann hier so reagiert haben und die konnten dann natürlich keine Schoten mehr bilden. Und nichtsdestotrotz haben wir wunderbar blühende Rapsbestände gehabt und haben hervorragende, im Verhältnis der letzten 4 Jahre die höchsten Rapserträge erzielen können. Dieses zeigt auch diese Darstellung deutschlandweit einmal mitgebracht, die Erntemengen aus dem Jahr 2019 mit 2,8 Millionen Tonnen und im Jahr 2020 hier mit 3,5 Millionen Tonnen. Also auch die Erntemenge an Raps ist entsprechend hochgegangen. Ja, dann ging es weiter. Dann kam die Aussaat bzw. die Vorbereitung der neuen Aussaat im Herbst 2020. Aufgrund der trockenen Bedingungen konnten wir eine tiefe Lockerung durchführen und haben die unteren Bodenschichten einmal aufbrechen können. Und der Raps, man sieht das in dem Bild rechts, hat es uns gedankt, indem er eine wunderbare Pfahlwurzel ausgebildet hat. Das ist kein Bindfaden, den ich dort
rangehängt habe, sondern das ist die Wurzel. Ich konnte die Pflanze im 1 so rausziehen und der Raps hat wunderbar dort ja reagiert auf den Boden, weil die Tiefenlockerung stattgefunden hat und der Bestand hat sich wunderbar entwickeln können. Aber wenn der Raps sich gut entwickeln kann, dann entwickeln sich auch die Unkräuter. Auf diesen Bildern kann man das wunderbar sehen, wie dann die Unkräuter und die Ungräser sich schon ausgebildet haben, was dann entsprechend uns wieder ja vor neuen Voraussetzungen oder Herausforderungen gestellt hat, hier entsprechend die Unkräuter und auch die Ungräser dann zu bekämpfen. All das ist uns soweit gelungen. Die Bestände draußen stellen sich jetzt derzeit wunderbar sauber dar. Aber das konnten wir auch an einigen Stellen beobachten. Der Raps Erzo ist an einigen Regionen, in einigen Regionen wieder stark zu Schaden gegangen, sodass wir teilweise bis zu zweimal hier wieder mit Insektiziden im Herbst noch rein mussten. Einige Pflanzen, einige Felder sind abgefressen worden von Schnecken. Auch das haben wir gesehen, dass wir dort eine starke Zuwanderung von Schnecken gerade auf den Tonböden zu verzeichnen hatten. Aber nichtsdestotrotz, Die meisten Rapsbestände neigten sich teilweise zu überwachsen. Vor allen Dingen die, die am 15. bis 20. August in die Erde gekommen sind, die mussten teilweise bis zu dreimal behandelt werden. All das möchte ich Ihnen jetzt nochmal darstellen, weil wir können mit den Pflanzenschutzmitteln, mit unseren Produkten einen Bestand führen, einen Bestand aufbauen und entsprechend hier, ja, die Felder dann bis zur, die Pflanzen dann bis zur Ernte wunderbar darzustellen bzw. in den Griff zu bekommen. Folgende Faktoren bzw. folgende Bereiche, Einflussfaktoren kann man nennen, wenn es im Rapsanbau geht. Es geht einmal darum, dass wir Wurzel- und Stängelschädlinge ausschalten. Das kann man über Beize machen, das können wir über die Insektizide machen, den Rapserdfloh bekämpfen. Das ist alles dargestellt, je nach Schadschwelle, habe ich angesprochen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ungräser, die Unkräuter, die Beigräser, die Beikräuter entsprechend ausgeschaltet werden, die Konkurrenzkraft des Rapses dann gefördert wird, sodass er dann entsprechend hier sein volles Wachstum auch im Herbst heraus schon entfalten kann und entsprechend nicht die Konkurrenz der Gräser oder Ungräser zu spüren bekommen. Wir müssen das Überwachsen vermeiden. Mit den Wachstumsreglern können wir das im Herbst, um entsprechend eine, ja, wenn wir Frostwinter kriegen, eine Frostsicherheit zu bekommen. Wir können im Frühjahr dann die Bestände aufbauen. Wir können die Lageranfälligkeit bzw. die lageranfälligen Sorten so weit einkürzen, dass sie dann auch stehen bleiben. Und nach hinten hin die Abreifekrankheiten, Sclerotinia, Alternaria, Schwärzepilze, die können wir wunderbar dann auch hier mit zum Beispiel einem Cantus Gold bekämpfen. Kommen wir hier einmal zum Carax. Das Carax als, ich sag's mal, als Werkzeug können wir wunderbar einsetzen, um Bestände zu führen. Carax ist ein bewährtes Produkt. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen alles nochmal hervorbeten. Sie kennen das Produkt, nur auf zwei Sachen möchte ich eingehen. Es besteht aus zwei Wirkstoffen. Es besteht aus dem Mepiquattrorid und aus dem Metconazol. Und einer dieser Wirkstoffe setzt uns in der guten Lage, dass wir das Carax auch bei niedrigen Temperaturen einsetzen können. Nämlich das Mepiquattrorid ist wie ein artverwandtes CCC. Das heißt, bei niedrigen Temperaturen können wir hier schon eine sehr, sehr gute Wirkung entsprechend verzeichnen. Und das ist bei Mepiquattrorid bereits schon bei 5 Grad. Das heißt also, ab 5 Grad Tagesdurchschnittstemperatur haben wir eine optimale Wirkung vom Carax zu verzeichnen. Bei den reinen Azol, Fungiziden, Azol-Wachstumsreglern, die brauchen einen höheren, haben einen höheren Anspruch an ihre optimale Wirkungsmöglichkeit. Und das ist beim Carax entsprechend dann nicht so der Fall. Das heißt also, auch wenn es kälter ist, die Bestände sich entwickelt haben und wir einkürzen müssen, können wir mit Carax dann fahren. Der optimale Zeitpunkt, um Carax einzusetzen, ist im Herbst ab 3-Blattstadium, wenn ich dann in den Spitt reingehe, bis zum 6-Blattstadium. Hiermit können wir dann optimal die Bestände aus dem Herbst heraus führen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie dann so ein Bestand sich darstellt. Hier mal eingesetzt, der halbe Liter Carax. Links im Bild, rechts im Bild dann die umwandelte Variante und man kann dann wunderbar sehen, wie die Einkürzung dort stattgefunden hat, wie der Bestand sich dann dort verfärbt hat. Warum machen wir das? Das machen wir, weil, wer das in Erinnerung hat, in dem Jahr 2011-12, das große Auswinterungsjahr, haben die Parzellen so ausgesehen. Gerade die unbehandelten Parzellen haben dann entsprechend sehr, sehr stark unter dem Frost gelitten, weil der Vegetationskegel abgehoben war und durch dieses Abheben des Vegetationskegels dort der Frost reingegangen ist und diese Vegetationskegel dann sich vergammelt haben und der Raps dort nicht weiter wachsen konnte. Rechts, die grüne Parzelle, ist die Parzelle, die dort behandelt wurde mit dem Carax.
In dem nächsten Bild sieht man sehr schön, wie sich das darstellt, wenn der Vegetationskegel die Pflanze schon im Herbst bereits angefangen hat zu schossen, dass der freisteht und der Frost dann da eingreifen kann. Ich denke, das ist jedem einleuchtend. Rechts die Pflanze steht wunderbar geschützt, ist gedrückt am Boden durch den Einsatz des Wachstumsreglers im Herbst. Unsere Empfehlung daraus sieht wie folgt aus. Im 3-4-Blattstadium diese 0,3 Carax, dann gefolgt nachher von nochmal 0,4 bis 0,5 Carax, wenn der Raps dann seine 6 Blätter erreicht hat und auf den leichten Standorten, wo ich nur einmal entsprechend in die Applikation reingehe, dort fahre ich dann ja zwischen 0,5 und 0,7 mit dem Carax in die Einmalapplikation rein. Das war der Herbst. Das Frühjahr. Das Frühjahr ist wichtig, um die Bestände zu führen, um die Bestände aufzubauen, um eine Bestandesarchitektur zu erreichen. Hier in dem Bild kann man das wunderbar sehen, wie entsprechend dann rechts die behandelte Parzelle aussieht, wie wir ein sehr schönes homogenes Blütenpaket haben, durch den Einsatz der Wachstumsregler, durch den Einsatz von Carax. Der optimale Zeitpunkt ist so ab 15 bis 20 Zentimeter Wuchshöhe vom Raps, gefolgt dann von einer Nachlage irgendwo bei dann bei 30, 35, 40 Zentimeter. Wenn man das so macht und entsprechend die Bestände so führt, so kriegen wir ein wunderbar schönes, homogenes Schotenpaket, hier auf der linken Seite mal zu sehen, gegenüber einem normalen Standard-Azolfungizid, wo dann der Raps weiter sehr inhomogen wächst. Und als weiteres kriegen wir durch den Einsatz vom Carax eine sehr niedrige Verzweigung, einen sehr niedrigen Verzweigungsansatz, wie auch eine stärkere Verzweigung. Und das bedingt eine bessere Standfestigkeit, weil der Raps sich in der Summe dann besser verhakt und dann einfach besser stehen bleibt. Weil das ist verboten. Lager ist verboten. Lager kostet Ertrag, Lager kostet Zeit, Lager kostet Maschinenkosten oder höhere Maschinenkosten. Und wir werden nie das optimale Ertragspotenzial von einem lagernden Rapsbestand ernten können, wie von einem stehenden. Das heißt also, unsere Empfehlung beim Carax-Einsatz jetzt im Frühjahr sind 0,3 Carax so bei 15, 20 cm Wuchshöhe. Meistens, ich habe es eingangs schon angesprochen, treten dann auch die ersten Stängelrüssler auf. Das heißt, man kann, wenn die erste warme Periode ist, dann dort entsprechend gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können den Bestand von unten herauf aufbauen mit dem Carax in Verbindung dann mit dem Insektizid. Gefolgt dann entsprechend hier mit dem Carax mit 0,4, 0,5 bei 30, 40 Zentimeter. Meistens sind dann auch die Knospen da, meistens sind dann auch die ersten Rapsglanzkäfer da. Und auch hier kann man dann natürlich nach Schadschwelle das Insektizid wunderbar kombinieren mit dem Carax im Spritzfeuer in einer Tankmischung zusammen. Auf den leichten Standorten oder da, wo es der Raps nicht so gut aussieht, können wir dann auch in die Einmalapplikation gehen mit einem halben Liter bis zu 0,75, je nachdem, wie viel Organik im Spiel ist, welche Sorte ich habe, wie lageranfällig der Standort ist, wie gut der Standort ist, lageranfällig die Sorte ist. Also das geht alles. So können wir die Bestände wunderbar führen und eine Bestandesarchitektur aufbauen. Ja, dann hatte ich eingangs gesagt, dass es natürlich auch darum geht, die Blütenschädlinge zu eliminieren beziehungsweise dann dort auch den Raps abzusichern. Unsere Empfehlung dort ist, mit Cantus Gold zu arbeiten. Cantus Gold setzt sich zusammen aus zwei Wirkstoffen. Diese zwei Wirkstoffe setzen wir ganz gerne ein zur Resistenzvorbeuge. Resistenzvorbeuge auf alle Abreifekrankheiten, die dann im Raps entsprechend auftreten können. Wir haben dann einmal eine Umfrage gemacht und haben dann viele Landwirte gefragt, wie denn, warum sie denn ein Cantus Gold einsetzen? Und unisono war die Antwort, weil wir eine Bienenungefährlichkeit haben. Eine Bienenungefährlichkeit durch den Einsatz von Cantus Gold, weil es ein B4-Produkt ist. Cantus Gold ist ein B4-Produkt und kann mit den Insektiziden und den Fungen und den unter Umständen mit Bor nachher noch zusammen dann wunderbar eingesetzt werden. Warum setzen wir Cantus Gold ein? Wir wollen Sclerotinia bekämpfen. Sclerotinia ist eine Krankheit im Raps, die sehr stark zu Buche schlagen kann. Gerade 2007 haben wir ein sehr starkes Sclerotinia-Jahr gehabt. Und wenn wir dann hier nicht eingreifen, so ist der Kreislauf zum Beispiel geschlossen bei der Ernte. Oben links die Sklerotien, die dann ausfallen bei der Ernte. Und auf den nächsten Bildern kann man das wunderbar sehen. Die kommen auf den Boden, die keimen aus dort, wenn der Raps dann dort wieder wächst auf der Fläche. Das heißt, die Apothecien werden gebildet und wenn die Witterung passt, werden dann aus den Apothecien die Sporen ausgestoßen und die infizieren in den Blattachseln dann den Raps, so dass dann neue Sclerotien gebildet werden. Unten kann man in dem Bild wunderbar sehen, wenn die Spritze alle ist und nicht ausreicht, wie dann so ein Bestand mit Sclerotinia befallen ist.
Der optimale Einsatzzeitpunkt ist vom Cantus Gold wie folgt: ab Blühbeginn bis über die Vollblüte bis hin zur Abblüte bis 69. Entsprechend kann man Cantus Gold einsetzen. Unsere Empfehlung ist, so wie hier oben, wenn der Bestand voll erblüht ist, optimaler Einsatzzeitpunkt hier mit Cantus Gold zu arbeiten. Natürlich muss das Ganze auch wirtschaftlich sein. Ich habe hier mal 234 Versuche an der Zahl mitgebracht, aufgeführt. Das ist ein riesen Versuchwust, den wir dort ausgearbeitet haben. Und Sie sehen, in keinem Jahr haben wir einen negativen Erlös. Selbst bei 1,5 Doppelzentner Mehrertrag, bei einem Rapspreis von 40 Euro sind das 60 Euro. Und bei 60 Euro ist die Überfahrt inklusive des Produktes bezahlt. Und von daher habe ich eine Versicherungsmaßnahme getätigt, weil wenn Sklerotina wie in 2007 zuschlägt, dann sind da auch ruckzuck mal 6 bis 7 Doppelzentner Unterschied dazwischen. Also es ist nicht unbedingt eine Kapitallehnversicherung, es ist eine Versicherung hinsichtlich des Pilzes und des Rapsbestandes. Und wir wollen alle hohe Rapserträge erzielen. In der Empfehlung lautet das dann, der halbe Liter Cantus Gold als B4 mit dem Insektizid zusammen in 65 der Vollblüte ausgebracht zur Absicherung Ihrer Rapsbestände. Ja, meine Damen, meine Herren, damit bin ich durch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein sehr, sehr gutes Rapsjahr 2021 mit genauso hohen oder besseren Rapserträgen in 2020 und verbleibe dahin. Bis dahin bleiben Sie gesund. BASF. We create chemistry.